Moin Moin vom Zerdfest. Ich sitze hier mit der Band Tyson. Mögt ihr euch einmal vorstellen, was macht ihr in der Band? Ich bin Tom, ich spiele das Schlagzeug. Ich bin Kochi von Tyson und ich mache Bass und Gesang. Ich bin Pierre und ich spiele Gitarre. Ich bin Zed und ich spiele Rhythmusgitarre. Wo kommt ihr her und bestand diese Konstellation schon immer? Wie seid ihr zusammengekommen als Band? Wer mag antworten? Achso, ich. Wo kommen wir her? Wir kommen aus Kiel, wir kommen aus der Umgebung. Und es gab uns noch nicht immer in dieser Besetzung. Wir haben mal zu fünft angefangen, dann waren wir mal zu dritt. Und letztendlich haben wir jetzt zu viert, glaube ich, die Konstellation gefunden, mit der wir unser Erbe dann irgendwann weitergeben, also mit der wir in Rente gehen. Also das, was ihr hier seht, das ist Tyson in Endfertigung. Eine sehr gute Endfertigung, würde ich mal behaupten. Vielen Dank. Wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Oha, wir sind auf den Bandnamen gekommen, ja. Ja, wir hatten uns zusammengesetzt, hatten mehrere Ideen und Tyson war irgendwie das Geilste davon. Also war kurz, knackig und so ein bisschen, also hat mit dem Boxer so in dem Sinne nichts zu tun. Also das war einfach nur so dieser Boxsport, dieses Ganze, das kam natürlich irgendwo mit da rein. Logisch, aber Tyson ist kurz, auf Punkt. Kurz, knackig, auf den Punkt gebracht. Wer schreibt bei euch die Texte? Wer ist hier das kluge Köpfchen? Du? Auf keinen Fall, ich bin Schlagzeuger, ich spiele nichts anderes als der Schlagzeuger. Ich schreibe keine Texte, ich schreibe keine Lieder, aber ich glaube, Kochi mit den Texten. Du also. Aus taktischen Gründen müssen wir behaupten, dass alles, was wir jemals gemacht haben, aus der Feder von dem kreativen Menschen neben dir stammt. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja, da verarbeiten wir eigentlich so alles Mögliche. Also so Alltagsgeschehnisse, eure Alltagsgeschehnisse, das, was uns nervt, das, was wir scheiße finden, manchmal aber auch einfach, was wir gut finden. Genau, all solche Sachen. Okay. Und musiktechnisch schreiben wir das ja auch eigentlich alles zusammen. Genau. Also stimmt ihr euch da dann auch als Band irgendwie ab? Nein? Ja, also wir nehmen es zu Hause erstmal auf, irgendwie, irgendwelche Ideen. Und dann gehen wir damit in den Proberaum und dann gucken wir, ob da was aus wird oder ob das in die Sammelablage kommt. Mal gucken. Ja. Okay. Und welche Bands inspirieren euch da so? Was hat euch da besonders geprägt irgendwie? Ui. Das ist jetzt natürlich ein heikles Thema, aber SLA Dying war für uns eine wichtige Band. Musikalisch, nicht von den menschlichen Ansätzen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber natürlich bringt jeder sein Package an Bands mit denen er groß geworden ist. Und ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir mit Bands groß geworden, die vor allen Dingen unterhalten und sich nicht auf die Bühne stellen und irgendwelche politischen Botschaften mitbringen oder so, sondern es geht darum, dass sowohl Band als auch Publikum eine gute Zeit haben. Kannst du trotzdem ein paar namentlich nennen, welche Bands da so explizit euch geprägt haben? Also für mich hat alles mit Guns N' Roses angefangen und da muss, glaube ich, jeder für sich antworten. Ja? Gibt's da? Ich bin aufgewachsen mit Maiden. Ne? Iron Maiden sind nach wie vor meine Heroes, so da habe ich eigentlich alle Platten. Habe aber auch leidenschaftlich gerne Kiss gehört. Habe die ganzen straighten Rock, Hard Rock Sachen eben halt, AC/DC Logo. Pantera aber so von der harten Seite musste auch rein. Also alles Mögliche. Warum lacht der denn da so? Ich gucke ihn gerne an und dann freue ich mich. Könnt ihr euch an euren ersten Auftritt erinnern und wie dieser war, vor allem wo er war? Wie habt ihr euch gefühlt? Das war in Husum im Speicher. Da waren allerdings nur Kochi und ich seinerzeit dabei. Wir sind ja so die Gründungsältesten, so, ne? Die Jungs in der Band hier. Und das war ja noch eine reine Punkrock-Geschichte eigentlich, okay. So anfangs. Da waren wir zu fünft damals, aber wie gesagt, die anderen drei sind da nicht mehr bei, die das auch so ein bisschen in Punk-Hardcore mitgeprägt haben. Ja, und deswegen die Entwicklung auch eher Richtung Metal, weil Kochi und ich nie ich aus dem Hardcore kamen. Dann habt ihr euch Hardcore musikalisch haben. Doch weiterentwickelt auch. Ja, doch, auf jeden Fall. Da zurück zu den Wurzeln, würde ich mal sagen. Mhm. Back to the roots? Back to the roots. Und euer größter Auftritt, vielleicht in dieser Konstellation, wo war der und wie war der? Heute! Heute? Ja, Zerdfest! Zerdfest! Genau. Tatsächlich? Ja, wir haben Konzert, was hatten wir denn? Mosche Meier zum Beispiel ist ein Festival in Kiel. War auch schön. Zerdfest. Aber Zerdfest ist das Größte, auf jeden Fall. Na, das freut mich doch zu hören. Und
Seid ihr noch nervös so vor euren Auftritten? Und wenn ja, wer von euch ist denn der Schlimmste? Haha, Thorsten. Zed Doomhammer ist der so nervöste Typ, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Wer ist denn Thorsten? Ja. Also ich hab, das war so, dass vorhin waren auf einmal alle meine Bandkollegen irgendwie weg. Und ich habe mich gefragt, wo sind die denn alle? Ne? Ich wollte noch ein Bier trinken. Und dann hat sich irgendwie im Nachhinein herausgestellt, dass eine Band irgendwie ausgefallen ist. Und dann, alle waren schon am Aufbauen. Und naja, und ich kam irgendwie als Letzter irgendwie an und fragte, was ist los hier? Alle bauen schon auf. Ja. Nee, also nervös. Da waren wir überrascht. Nee, wir sind alle recht professionell. Ja, aber ich habe da eine Anekdote. Ich habe eine Anekdote dazu. Künstler, generell Musiker, haben vorm Auftritt gerne das Problem, dass sie vor Aufregung nochmal auf Klo müssen vorher. Ich glaube, diese geht. Phase ist bei mir übersprungen worden. Ich hatte keine Chance. So, pass auf. So, und beim Mosch und Mai letzte Woche gab es als Catering Sauerkraut. Kannst du dir ja vorstellen? Aufregung auf Klo und Sauerkraut. Ich konnte kaum stehen, geschweige denn laufen auf der Bühne. Aber mit zusammengekniffenen Arschbacken geht alles. Das ist kein Thema. Ja. Das ist Professionalität, wenn man das durchsteht. Ja, ja, sehr professionell. Wir sind alles totale Vollprofis. Ja. Das nicht vergessen. Genau. Wir können alles meistern, solange die Zeit reicht. Solange Sauerkraut dabei ist. Ja. Dann habt ihr ja Glück, dass ihr bei uns kein Sauerkraut bekommen habt. Ja. Entschlackungskur ist das Stichwort. Oh Gott, kommen wir zur nächsten Frage. Habt ihr irgendwelche Rituale, zum Beispiel vor euren Bandproben, während der Proben oder vor den Auftritten? Ein kurzer, ein Schlachtruf oder... Wir gehen alle nochmal auf Toilette. Das glaube ich. Wie sich heute herausgestellt hat. Ist auch ganz schwer, wenn diese Rituale unterbrochen werden, zum Beispiel wenn Zed halt ohne Klogang noch auf die Bühne muss. Also es wäre auch schön gewesen, wenn meine Kollegen mich irgendwie vorher informiert hätten, dass der Gig gestern so losgeht. Ja, das wussten wir ja selber nicht. Ja, ja. Also ein Jägermeister gibt es auf jeden Fall immer vorher. Okay, immer ein Jägermeister vor jedem Auftritt. Auf jeden Fall. Es könnte aber auch ein Feigling oder sonstiges sein. Wir sind ja hier keine Werbeveranstaltung. Hauptsache ein kurzer Schnaps anscheinend. Ja. Nein, aber echt? Es ist schon Jägermeister. Immer das gute Zeug, würde ich mal behaupten. Ne? Ganz ohne Werbung. Es ist Jägermeister. Ja. Ja. Es ist Jägermeister. Es ist Jägermeister. Wo seht ihr euch als Band in 5 Jahren? Auf dem Swordfest! Im Altenheim! Warum in Altenheim? Ich habe das Gefühl, dass das hier so langsam ruhige Töne annimmt. Also Tom Banks hat den Pogo erfunden. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht dazu ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ja. Ne? Also das war mein Ding. Andere Metal-Bands, beispielsweise Slayer etc., die sind doch auch schon so Urgesteine. Metal hat, glaube ich, keine Altersgrenze. Das war ja schön. Als ich klein war, habe ich mit Tom Araya in so einer Sandkiste gespielt. Er sieht einfach alt aus. Aber er ist nur 2-3 Jahre älter. Als dann einigen wir uns wohl drauf, dass wir alle so alt werden wollen, wie sein besagter Kumpel aussieht. Das wäre einmal so alt werden, wie man aussieht. Ja. Das ist schön an Metal. Es ist völlig scheißegal. Im Ernst, wo seht ihr euch als Band in 5 Jahren? Musikalisch oder? In 5 Jahren hoffe ich schwer, dass wir einfach in dieser Konstellation noch ein bisschen zusammen sind. Und dass wir uns genauso lieb haben und dass wir das Publikum und umgekehrt auch genauso lieb haben. Das, ja, klingt jetzt alles ein bisschen gay, aber ach, das Quatsch. Ist einfach so, dass wir momentan gerade genießen, was mit uns und um uns herum passiert. Und wir hoffen, dass das einfach so weitergeht. Und wir bauen Stein auf Stein, wir bauen keine Luftschlösser, sondern wir hoffen, dass es so weitergeht wie bisher. Und dann sind wir einfach glücklich damit. Ich hoffe es natürlich auch für euch, weil so wie die Resonanz des Publikums ist, genießen die das auch, euch zuzuhören. Ne? Das muss man so. Ja nun mal einfach sagen, ihr werdet ja schon gefeiert und das, was ihr macht, ist ja nun natürlich auch wirklich sehr gut, da kann man nichts anderes sagen. Danke, ne? Ich, ist das tatsächlich so? Es ist tatsächlich so, das ist mein Ernst. Ja. Danke, wir hatten danke. Da auch schon. Ich darf sowas nicht sagen. Wie findet ihr es hier auf dem Swordfest? Das ist jeder bitte. Großartig. Ja. Das ist absolut das ist großartig. Ich war überrascht. Absolut. Das ganze Ambiente, das Wetter war heute natürlich auch absolut Zucker. Das muss man endlich dazu sagen. Zum Glück. Ja. Und die Organisation, das ganze Team, total geil, was wir hier so miterlebt haben. Aber es hat Spaß gemacht, tierisch Spaß gemacht, wirklich. Also alle dickes Lob. Bleibt am Ball, macht das bloß weiter. Ey, das schockt. Das schockt richtig. Dankeschön. Und? Du noch was zu ergänzen? Pia hat, glaube ich, alles gesagt.
einer von euch vielleicht noch was zu ergänzen? Also das ist ähnlich wie das Mosh im Mai in Kiel oder das Meltdown in Schleswig, ein Festival von Fans für Fans, ja, und deswegen unterstützenswert und support the local scene. Seid dabei. Es ist ein großes Dankeschön wert. Das, ja, habt ihr gut gemacht. Wir sind die Götter von morgen. Aber hallo. Wir haben uns zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns, hallo, zu spielen. Und ich habe zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Interview mit mir zu führen. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sag mal, Prost. Prost. Skull. Prost, Prost. Auf das Dirtfest. Was hast du mit deinem Finger gemacht? Vorschlaghammer, der hat gewonnen. Ja. Tja. Dann wünsche ich euch hier noch viel Spaß. Frau Werkzeuge, würde ich sagen. Ne? Bitte. Danke. Okay. Ich wünsche euch hier auf jeden Fall noch viel Spaß. Getränke sind noch vorhanden. Besucht Tyson-Kiel auf Facebook, ja, im Internet. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Ciao.